Ja, ihr habt jetzt gemerkt, wir schwimmen voll im Zeitgeist und fragen uns deshalb mit allen anderen im Lande, hat Deutschland den Anschluss an das dritte Jahrtausend verpasst? Präsidenten, Trendforscher, Institute, Peter Glotz, alle sagen es uns täglich, wenn der globale Turbokapitalismus uns nicht einmachen soll, müssen wir in ganz kurzer Zeit den Anschluss herstellen an die Mediengesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, digitale Gesellschaft, Risikogesellschaft und an die virtuelle Gesellschaft. Das wird nicht leicht, weil wir das schaffen müssen mit einer Freizeitgesellschaft und einer postmodernen Gesellschaft, aber ohne Arbeitsgesellschaft und ohne Industriegesellschaft, weil beide am Ende sein sollen, so dass viele sich nur nicht mehr erklären können, woher die Autos kommen und deshalb auch von einer Autogesellschaft sprechen, als mythische Anbetung einer vergangenen Epoche. Oder hat jemand von euch heute ein Auto gesehen? Die Probleme, die wir zu lösen haben, sind also komplex und das verunsichert. Hat sogar eine unglaubliche mentale Depression ausgelöst, die Roman Herzog während einer Asienreise bei uns beobachtet hatte und aus der wir raus müssten, sonst würde die asiatische Produktion uns und das ganze Abendland überrollen. Erst auf dem Rückflug hatte man ihm erzählt, dass Asienkrise ist. Seitdem ist die gelbe Gefahr, die uns ja lange in Atem gehalten hatte, glücklicherweise ganz aus den Medien verschwunden. Dafür kamen andere Gefahren. Global Players, der Shareholder Value, jetzt der ganze Stamm der Angelsachsen. Wer einen Tipp haben will, worin sich angelsächsischer und deutscher Kapitalismus unterscheiden, das ist ganz einfach. Wenn die britische Vodafone Mannesmann schlucken will, haben wir es mit einer feindlichen Übernahme zu tun. Wenn deutsche Konzerne sich der Reihe nach Rover, Rolls, Bentley, Chrysler unter den Nagel reißen, dann ist das immer freundlich gemeint und ohne kommerzielle Hintergedanken. Das war schon früher so. Als die Angelsachsen schon Kommerz machten, während deutsche Unternehmen nur Zwangsarbeiter einsetzten, für die sie heute noch nichts bezahlen wollen, weil sie noch immer so denken. Die Depression ist noch viel schlimmer geworden. Deutschland hat zum ersten Mal seit Hitler wieder Krieg gemacht und hat wieder eine Berliner Republik, aber das ganze Ausland lacht über uns wegen der Ladenschlusszeiten. Nicht mehr lange, sagt Scharping und verlangt, dass sein Kriegsetat aufgebessert wird. Wenn nicht, droht er mit dem Schlimmsten. Dann wird Deutschland militärisch auf das Niveau von Dänemark rutschen. Ein schrecklicher Gedanke für Deutsche, die sich ja immer wieder fragen, wie können Dänen nur damit leben, militärisch auf dem Niveau von Dänemark zu sein, ohne verrückt zu werden. Aber wie soll man aus der Depression rauskommen, wenn Bill Gates die Welt überrennt, während bei uns Hoffnungsträger weggemobbt werden? Wir erinnern uns alle an Jost Stollmann. Ein Missionar die Woche, ein unangepasster Unruhestifter, Taz. Warum waren die so begeistert von ihm? Weil er auf die Frage nach seinem Lebenstraum die visionäre Antwort gab, dass jedes Kind ein Laptop hat. Wie kann ein Lebenstraum unangepasster geträumt werden? Aber modern ist das. Jedenfalls wurde ich als vierjähriger Knabe noch mit einem Stabilbaukasten auf mein heutiges Berufsleben vorbereitet. Woran scheitern solche Visionäre bei uns? Am Volk, schreibt Hartung in der Zeit. Aller Stillstand geht vom Volke aus. Jetzt darf auch der Deutsche gefragt werden, was er für sein Land tun will. Wenn das Volk nicht funktioniert, ist der Philosoph gefragt. Wir wollen uns einen Augenblick gemeinsam mit Peter Sloterdijk in Heideggers Schatten stellen und in kontemplativer Askese dem Sein lauschen
und mit ihm die Epochenfrage stellen. Was zähmt noch den Menschen, wenn der Humanismus als Schule der Menschenzähmung gescheitert ist? Ja, was? Für Sloterdijk hat der Humanismus sich vergebens am Menschen abgemüht, weil die Gattung an sich schlecht ist, meint er. Gott ist ein Pfuscher, sagt der Meister der Metaphorik. Wozu wieder mit dem Menschen beginnen, wenn doch der Mensch das Problem ist? Wenn die Verhältnisse nichts mehr verantworten, sondern der Mensch an sich das Übel sein soll, dann liegt seine Behandlung als Objekt der Seinsmächte nahe. Führung, Elite, Markt, Technik, Staat, Geschehen und was immer sein soll. Deshalb denkt er kühn den Gedanken der Menschenzucht, auch im Labor, darauf kommt es ihm aber nicht an. Er will sagen, eine an sich verfuschte Natur verdient totale Führung und Beherrschung bis zur Zucht, wie sein Vorbild Heidegger dann bei den Nationalsozialisten in guten Händen wusste. Sloterdijk antizipiert grausamer werdende Verhältnisse und er will rechtzeitig dabei sein. So wie sein Vorbild Heidegger es auch nicht abwarten konnte, bei den Nazis zu sein. Auch Antje Vollmer hat, wie immer, wenn sie einen Schatten sieht, sich in denselben gestellt und gelauscht. Es ist schön dunkel und raunend verführerisch, zu wandeln neben Heidegger, Nietzsche und Wagner in verschlossenen sinnlichen Gärten. Das ist was ganz Eigenes bei uns, dass die deutsche Seele immer dann sinnlich wird, wenn es dunkel und verschlossen ist. Das soll mit den Wäldern oder mit Grimms Märchen zu tun haben. Viele sind nun verunsichert wegen der Dialektik vom dunklen deutschen Raunen und dem neuen Denken, dem positiven Sinn beim Opfern, dessen Kennzeichen die fröhlichen Präsidenten sind. In Großbritannien wird privatisiert, bis im zweiten Stock kein Wasser mehr aus den Feuerwehrschläuchen kommt. Und im Alter wird die Krankenversorgung beendet. Darüber kann Blair sich kaputt lachen und das kommt gut an. Der US-Ökonom Krugman sagt, ein Grund, warum wir keine Arbeitslosigkeit haben, ist schlicht, wer nicht arbeitet, verhungert. Und Clinton winkt in die Menge und kann sich nicht halten vor Lachen. Auch die Theorie lacht mit. Wenn Menschen erschlagen werden, weil sie anders aussehen, die Obdachlosigkeit wächst und Arbeitslose in den Arbeitsdienst kommen, dann spricht sie von der fröhlichen Ambivalenz der Postmoderne, die eben verschiedene Lebensweisen kennt. Auch Schröder lachte mit. Er war angetreten, die Gnade der späten Geburt unverfroren in Anspruch zu nehmen. Schluss mit der Vergangenheit. Eine neue Generation tritt an, macht Krieg und wirft der CDU vor, sie sei viel zu lasch gewesen bei der Beseitigung des Sozialen. Chili behauptet, 97% der Flüchtlinge verdienen kein Asyl. Warum macht er sich zum Schutzheiligen aller vorurteilsbeladenen Blödköpfe? Er will sagen, Deutschland braucht kein Haider, solange es einen Anthroposophen als Innenminister hat. Dazu paffte Schröder Cohiba-Zigarren und lachte in Lifestyle-Magazin, aber die Wähler rücken in Scharen von ihm ab. Zum einen wegen Missmanagement. Die Krankenversorgung kann man ihm kaputt machen, aber beim Management kennt der Wähler keine Verwandten. Zum anderen, weil es vielen Deutschen noch fremd vorkam, dass ihr Staatsführer auch im Krieg fröhlich ist. Deshalb stieg Schabings Sympathiekurve, dem man das nicht vorwerfen konnte. Schröder war schon fast am Ende, dann kam die CDU. Auch die Grünen hatten eine Wahlniederlage nach der anderen. Viele junge Menschen finden die Grünen noch immer nicht börsenreif. Einige hatte überrascht, dass zum Regieren im drittgrößten Imperium der Welt auch Krieg gehört. Sie blieben weg, obwohl Fischer für sie das Letzte gab. Weil Deutschland Auschwitz angerichtet hat, soll es wieder Krieg führen dürfen. Zur Belohnung sozusagen. Als er das hörte, ging mit Ludger Vollmer die Allmachtsfantasie durch. Das serbische Volk muss entscheiden,
ob es mit Milosevic untergehen will oder ob es unser Angebot annimmt. Warum wurde das nicht gewählt? Vermittlungsprobleme, sagt der Vorstand. Der Schritt von Frieden schaffen ohne Waffen bis zum Untergang eines ganzen Volkes, wenn es sich dem deutschen Willen nicht unterwirft, muss wohl noch etwas vermittelt werden. Wie anderes auch, der Atomausstieg in 30 Jahren. Nun rätseln alle, ob wenigstens ein Werk so lange durchhält, dass es sein Ausstiegsdatum noch erlebt. Damit ist den Grünen endlich der Nachweis gelungen, dass Politik durchaus nicht nur in Zeiträumen von Legislaturperioden denkt. Half aber nichts. Die Grünen waren fast am Ende, dann kam die CDU und nun hoffen sie wieder. Gut, manchen geht die Art und Weise, wie die CDU die Bundesregierung rettet, etwas zu weit. Kanter, der dem organisierten Verbrechen keine ruhige Nacht mehr gönnen wollte, selbst Chef einer Geldwäscherbande. Das trifft uns hart, sagt Volker Rühe, weil unsere Wähler von uns verlangen, dass jeder kleine Ladendiebstahl hart bestraft wird. Aber die werden doch noch unterscheiden können zwischen gemeingefährlichen Schwarzfahrern und standortsicherndem Waffenhandel. Wenn die CDU klamm war, ließ sie zur Tarnung der Geldströme Juden sterben, denen die Immigration gelungen war. So übte die Fantasie noch späte Rache an denen, die entkommen konnten. Ansonsten Banknoten in all die Tüten von Waffenhändlern, ein Kanzler der Einheit, der Dunkelmänner deckt, alles in der Schweiz abgewickelt. Warum musste Barschel sterben, als er am Knotenpunkt von CDU-Konten und Waffenhandel aufgetaucht war? Auch Kohl darf schweigen, wenn seine Aussage ihn selbst belasten könnte. Die Enthüllungen haben ansonsten viel Gutes an sich. Sie sind unterhaltsam. Deutschlands Ansehen in der Welt wendet sich endlich mal zum Positiven. Und wir verdanken Ihnen unverhoffte Einsichten. Schäuble sagt, die Demokratie beruht auf dem Prinzip, dass wir allzu mal Sünder sind. Das bringt uns weiter, weil an den Schulen, wie ich gehört habe, noch immer die überholten Prinzipien Wahlrecht und Gewaltenteilung und sowas angeboten wird. Aber dass Italien und Kolumbien jetzt über Deutschland lachen, geht vielen zu weit. Mir nicht. Mein Glaube an den Rechtsstaat hat sich gefestigt. Er wäre erschüttert, wenn Egon Krenz rauskäme aus dem Knast und Eppelmann rein. Das ist der Pfaffe, der im Osten Schwerter zu Flugscharen machen wollte und dann die NVA-Waffen tatsächlich an das indonesische Regime verscherbelte, damit dort der Massenmord klappt. Ole von Beuys sagt dazu, Politik besteht nicht nur aus Koffern und Bargeldern. Leider ist das so. Politiker haben es aber auch nicht leicht. Der Wähler gibt nur solchen eine Chance, die mit der Wirtschaft auf Du und Du stehen. Er verlangt aber, dass sie am Reichtum nicht teilhaben sollen. Das ist perfide. Herrschaft teilt sich auf. Die einen sind in der Wirtschaft, die anderen in Verbänden und Politik. In der Politik lässt sich die Eitelkeit etwas besser befriedigen. Ansonsten gibt es viel auf die Mütze. Dazu hat der Politiker bis zur Selbstverleugnung auf Demokratie und Moral zu machen. Und er verdient viel weniger. Alles für den Glauben an die Volksvertretung. Diese Nachteile werden von der anderen Fraktion in der Wirtschaft etwas ausgeglichen. Bei einigen so, dass sie nach dem Scheitern ihrer politischen Karriere ans große Geld dürfen. Lothar Späth geht zur Jenoptik mit 10-fachem Gehalt. Bodo Hombach wird Kolonialchef im Kosovo. Hackmann HSV-Präsident. Ansonsten geschieht das ständig im täglichen Leben. Fressgelage, Flüge, Aufsichtsräte, gesponserte Villen, Opernball. So muss das sein, sagt Richard von Weizsäcker. Wenn sich die öffentliche Hand zu ihren Feiern auf private Sponsoren stützt, wie es ständig in Bund, Länder und Gemeinden geschieht,
dann verstößt dies durchaus nicht gegen unser zivilisiertes Zusammenleben. Der Mann hat völlig recht. Solange Politiker dem gesponserten Wildbret nicht wieder mit dem Faustkeil zu Leibe rücken, scheint auch mir das zivilisierte Zusammenleben nicht gefährdet zu sein. Was Korruption genannt wird, ist also System, und eine einfache Regel verhindert, dass das Ansehen des Staates dabei beschädigt wird. Bleibt die Korruption unterm Schleier, dann ist der Staat gut, weil sowas nur bei anderen vorkommt. Wird der Schleier gelüftet, dann ist der Staat gut, weil er fähig ist, den Schleier zu lüften. Da kann kaum was schiefgehen. Aber warum waren Adenauer und Strauß über beide Ohren immer in Machenschaften verwickelt? Immun. Der Wähler ist bereit, ein Auge zuzudrücken, wenn Führung, Ordnung und Status stimmen. Das gab es bei Adenauer und Strauß immer. Heute bietet die CDU Chaos statt Führung. Das kommt nicht gut an. Umgekehrt wächst Schröders Ansehen, seit er wieder Führung bietet. Wenn beide gleichzeitig im Chaos gewesen wären und ein Dritter dann Führung glaubwürdig angeboten hätte, dann weiß man nicht genau, wie schnell ein Hitler-Bewunderer auch ohne Politskandal und mit Demokratie an die Macht kommen kann, zeigt Österreich. Aber noch sind wir nicht bei Weimar. Das Ende der CDU muss nicht kommen. Eine Bewegung Forza Germania auch nicht. Schon Biedenkopf würde genügen, sagen alle, um das Vertrauen wiederherzustellen. Grund genug, einmal zu fragen, was der will. Er möchte die permanente Revolution der Marktdynamik ohne staatliche Daseinsvorsorge. Wer was braucht, sagt er, soll sich an die Familie oder an Selbsthilfeeinrichtungen wenden. Die Renten würden nur zu einer kinderlos vergreisenden Bevölkerung führen. Erst ohne Rente wird der Deutsche wieder gezwungen, Kinder in die Welt zu setzen, die ihn ernähren. Das ist die Symbiose aus Modernität und faschistoidem Heimatbund. Und deshalb geht er in den Medien als Vordenker und ist der beliebteste Politiker in Deutschland, noch vor Fischer. Ihr müsst darauf achten, wenn Fischer vorn liegt, war Biedenkopf nicht im Angebot. Biedenkopf ist ein wirklich integrer Mann, sagt Schröder. Da könnte also zusammenwachsen, was zusammenpasst, um den politischen Notwendigkeiten des Jahrtausends gerecht zu werden. Wie sieht es aber mit der Depression in der Bevölkerung aus? Gewiss, die einen telefonieren fröhlich mit auf der Straße und sind für jede Innovation, egal was, und ihr Denken ist weitestgehend digitalisiert. Viele sind aber noch immer gelähmt, weil sie gedacht hatten, dass Marktwirtschaft sozial ist. Ihre Köpfe sind im Markt und der stellt sich heute heraus als das, was er ist. Als Übertragung der darwinistischen Naturordnung, fressen und gefressen werden, auf die menschliche Gesellschaft. Er selektiert ständig nach stark und schwach. Der Sieger ist durch den Sieg legitimiert, der Verlierer hat sich als zu schwach erwiesen. Nicht konkurrenzfähig, unproduktiv, ausmerzen. Eine andere Wahrheit kennt der Markt nicht. Wer also Ja sagt zur Marktwirtschaft, sagt Ja zum Prinzip wertes und unwertes Leben. Wird dem Kapitalismus nichts mehr abgerungen, funktioniert er unabgefedert. Dann kassiert er schnell alles wieder ein, was frühere Generationen mal mühsam erkämpft haben und dazu den keynesianisch aufgeblähten Staatsanteil, der dem Profitsektor ebenfalls Wertmasse entzieht. Besonders mag er keine Arbeitslosen, Rentner und Kranke, weil die nur Werte verbrauchen, ohne selbst Mehrwert für ihn herzustellen. Und in der Konkurrenz wird immer der Kapitalismus gewinnen, der den unproduktiven Schichten möglichst viel Wert abnimmt, um ihn in Kapital zu verwandeln. Für neue Techniken, die Durchdringung Chinas, für Kriege, für den Kauf von Menschen, Rohstoffen, Staaten, Konkurrenten oder was auch immer. Die Wahrheit ist, der frühe Tod der aus Sicht des Kapitals überschüssigen Menschen würde die Lohnnebenkosten am nachhaltigsten senken. Ihr könnt darauf achten, fast jede Rentendebatte beginnt mit dem Satz, es ist ja schön, dass wir heute alle so alt werden, aber da schimmert der Tod durch. In Hamburg soll, habe ich gelesen,
Sollen die Alten jetzt bezahlen in staatlichen Pflegeheimen für Mahlzeiten und Arztbesuche auf dem Zimmer, Bodendienste, Fütterung von Haustieren, Fressnapfsäuberung, man hat nichts ausgelassen, Begleitung bei Spaziergängen und Einkäufen. Das läuft auf den schnelleren Tod in Isolation hinaus. Das ist aber nur ein Anfang. Aus Eichels 30 Milliarden sollen ja 80 werden. Auf dem Weg in diese Risikogesellschaft verschwindet der Mensch allmählich aus dem Sprachgebrauch. Kinder sind unser zukünftiges Humankapital. Es gibt Spielermaterial und Menschenmaterial und mehr als ein Drittel der Bevölkerung sind Lohnnebenkosten, die man senken muss. Menschen werden Dinge und gleichzeitig werden Dinge immer menschlicher. Der Aktienindex erholt sich. Er legt Verschnaufpausen ein. Manchmal tendiert er freundlich. Dann gibt er auch mal nach. Er darf sogar mal schwach sein. Citibank, where money lives. In einer dieser Sudeltalks fragte die stets fröhliche den stets blöden Gast: Warum hast du mit Renate Schluss gemacht? Er: Sie war nicht mein Ding. Die Verdinglichung. Die Verdinglichung, die Reduktion des Lebendigen auf eine Funktion, hat subtil viel mit dem Hass auf Menschen zu tun, die anders aussehen und in denen noch Leben vermutet wird. Wenn die Verkümmerten selbst nicht leben, sollen die, die als andere gebrandmarkt sind, sichtbar tot sein. Es soll ja niemandem gut gehen in diesen Verhältnissen. Anpassung und Bereitschaft werden darüber erzeugt, dass es anderen schlechter geht. Und dabei wird auch mal nachgeholfen. Eine entscheidende Frage ist, ob Menschen das, was mit ihnen geschieht, nicht als Kapitalismus und deutschen Machtanspruch erkennen, sondern als Schicksal hinnehmen. Unzählige Schicksale sprießen aus dem Boden. Die Wirtschaft wächst jedes Jahr um 2% oder 3%. Es wäre also mehr zu verteilen als im Vorjahr, aber alle sagen, es gibt heute nichts mehr zu verteilen. Schicksal. Zu Eichels Sparprogramm gibt es keine Alternative. Schicksal. Der Gedanke, dass der Staat saniert wäre, wenn er nur seine Zinsen an die Banken streicht, ist einer für die Klapsmühle. Geht auch rechtlich nicht. Rechtlich geht immer nur gegen Arbeitslose, Kranke, Rentner, Sozialeinrichtungen, Kunst. Wenn die Menschen sich nicht fügen, haut das Kapital ab. Es gäbe Schlimmeres. Aber auch das ist ein Mythos. Seriöse Institute machen sich Sorgen, weil nur 5% der Investitionen ins Ausland gehen. Das sei erschreckend wenig für ein Land, das in der Welt ganz oben mitspielen will. Aber das Kapital will nicht weg, weil hier so günstig produziert wird. Deshalb kauft auch das Ausland mit wachsender Begeisterung Waren, die an diesem Standort hergestellt werden. 130 Milliarden Überschuss jedes Jahr. Die Touristen bringen doppelt so viel Wert ins Ausland als das Kapital. Auf die sollte man mal achten. 80 Milliarden Binnennachfrage fließt ab. Wenn nur 20% davon im Lande bliebe, wären die Forderungen der Nachfrage Keynesianer übererfüllt und die Gesellschaft genauso schlecht wie vorher. Die Frage aller Schicksalsfragen ist, eine Gesellschaft davon zu überzeugen, dass sie einen gemeinsamen Standort hat, der bedroht ist. Der tiefere Sinn erschließt sich besser, wenn wir in allen Reden und Schriften den Standort Deutschland-Begriff ersetzen würden durch deutsches Vaterland. Dann würde auffallen, dass wir heute schon wieder ziemlich viel Vaterland zu retten haben. Je weniger der Standort wirklich bedroht ist, desto mehr wachsen imaginäre Bedrohungen. Ein vagabundierendes Finanztum, das ans raffende Kapital von Hitler und ans Judentum erinnert. Ein Shareholder Value, der das Böse von außen kommen lässt und die deutschen Traditionen immer schöner macht. Der angelsächsische Kapitalismus, der den Hauptkonkurrenten schon mal zum Feind erklärt. Und so zerhacken Unternehmen und Staatsführung Tarife und Sozialsysteme und sagen,
Das kommt vom Globalismus, dessen Opfer wir genauso sind wie ihr. Kämpft also nicht gegen uns, sondern lasst uns gemeinsam den Standort retten mit allen Opfern bei den Unterschichten, die das Vaterland stets verlangt, wenn es gerettet werden will. Einen ganz großen Schritt ins neue Jahrtausend hat die Belegschaft von Holzmann jetzt getan. 43-Stunden-Woche, 6% Lohnkürzung, Tausende werden rausgeschmissen und die Belegschaft sang nach der Melodie des Deutschlandliedes Holzmann, Holzmann über alles und jubelte Gerhard, Gerhard. Das ist jene Symbiose aus Opferbereitschaft und Führerkult, ohne die wir in diesem Jahrtausend Angloamerika und Asien und wer uns sonst noch bedrohen sollte, nicht besiegen werden. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, dann droht euch Dänemark. Nachtrag, Pressemitteilung der Grünen Bundestagsfraktion. Die Holzmann-Lösung entspricht dem konsensorientierten Modell, das in der Bundesrepublik zum Erfolg geführt hat. Die rot-grüne Koalition wird nach diesem Modell den Standort Deutschland modernisieren. 25.11.99